Ein Hobbykicker aus Münster hat die Sportfreunde Stiller offenbar missverstanden. Er hatte die Leidenschaft nämlich nicht im Bein, sondern im Arm, um genau zu sein in der Faust. Als er einen Platzverweis kassierte, schlug er den Schiri kurzerhand nieder. So endete die Kreisligapartie zwischen FSV Münster und TV Semmt nicht mit einem Abpfiff, sondern einem Knockout. Das Wort Knockout ist übrigens keine Übertreibung. Der Schiri ging tatsächlich bewusstlos zu Boden und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Mittlerweile ist der Schiedsrichter zwar körperlich gesundet, aus psychischen Gründen sieht er sich aber nicht mehr in der Lage, weitere Spiele zu pfeifen. Für diese brutale Tat hatte der Schiri-Schläger sich nun vor dem Amtsgericht im hessischen Dieburg zu verantworten. Das Strafrecht macht nämlich nicht vor den Grenzen eines Fußballfeldes Halt. Dadurch, dass der Schiri-Schläger dem Schiri vorsätzlich einen Faustschlag verpasst hat, erlitt dieser behandlungsbedürftige Verletzungen. Eine Gesundheitsschädigung und eine üble, unangemessene Behandlung liegen damit vor. Das ist selbstverständlich eine tatbestandsmäßige, einfache Körperverletzung gemäß § 223 Absatz 1 StGB. Das Amtsgericht hat den Schiri-Schläger aber nicht bloß wegen einfacher Körperverletzung, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Und zwar zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Außerdem wurde er zu 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verdonnert. Die Annahme der Qualifikation, nämlich der gefährlichen Körperverletzung, ist allerdings gar nicht mal so unproblematisch. Deswegen schauen wir uns die Norm einfach mal genauer an. Genannt sind 5 strafschärfende Mittel. Ihr könnt das Video gerne kurz pausieren und euch selber fragen, welches das Amtsgericht hier wohl angenommen hat. Der Schiri-Schläger hat die Körperverletzung jedenfalls nicht durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen begangen. Anders wäre dies gewesen, hätte er ihn nicht K.O. geschlagen, sondern ihm K.O.-Tropfen eingeflößt. Wer nun auf eine Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs getippt hat, liegt falsch. Bruce Lee in Once Upon a Time behauptet zwar, meine Hände sind registrierte Waffen. Nach Ansicht der Rechtsprechung und herrschenden Lehre werden Körperteile aber nach dem Gesetzeswortlaut nicht erfasst. Und dies gilt auch für die Faust eines Boxers oder die Handkante eines Karatekämpfers. Da der Faustschlag ein plötzlicher, unvorhergesehener Angriff war, tendiert ihr vielleicht zu einem hinterlistigen Überfall. Die Hinterlist, nicht zu verwechseln mit der Heimtücke im Mordparagraf, erfordert aber ein planmäßiges Vorgehen unter Verdeckung der wahren Absichten, um dem Opfer die Verteidigung gegen den Überfall zu erschweren. Das bloße Ausnutzen eines Überraschungsmoments genügt dagegen nicht. Wenn der Schiri-Schläger so getan hätte, als wolle er nur freundschaftlich etwas Dreck vom Schiri-Outfit entfernen, um dem Schiri dann einen plötzlichen Aufwärtshaken zu verpassen, sobald dieser hinabschaut, hätte ein hinterlistiger Überfall wiederum näher gelegen. Der Schiri-Schläger hat auch nicht mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich gehandelt, insbesondere hat nicht etwa ein Teamkollege den Schiedsrichter festgehalten oder ähnliches. Es bleibt deshalb nur die Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. Eine solche ist nach ständiger Rechtsprechung gegeben, wenn die Misshandlung unter den konkreten Umständen generell geeignet ist, das Leben des Opfers zu gefährden. Der tatsächliche Eintritt einer konkreten Lebensgefahr wird von der Rechtsprechung also nicht gefordert. Da Schläge gegen empfindliche Kopfregionen zu lebensgefährlichen Körperverletzungen führen können, erfüllen diese oft, wenn auch längst nicht immer, diesen Qualifikationstatbestand. Selbst wenn das Opfer nach einem wuchtigen Schlag kurzzeitig bewusstlos wird, darf nach dem BGH nicht ohne weiteres eine das Leben gefährdende Behandlung angenommen werden. In diesem Fall war das Amtsgericht jedenfalls der Ansicht, dass in der konkreten Situation tatsächlich der Tod des Schiris zu befürchten war. Ferner hat das Amtsgericht einerseits zwar den nötigen Lebensgefährdungsvorsatz bejaht und andererseits bedingten Tötungsvorsatz verneint, denn sonst hätten wir es ja sogar wenigstens mit einem versuchten Totschlag zu tun. Gerade hieran sieht man, dass das Amtsgericht sich in diesem scheinbar simplen Fall auf eine ziemliche Gratwanderung begeben hat. Gerne dürft ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein massiver Schlag in das Gesicht, zum Beispiel eines Schiris, zumindest eine einfache Körperverletzung ist. In solchen Fällen kann aber durchaus auch der Qualifikationstatbestand der gefährlichen Körperverletzung in Betracht kommen. Zwar sind auch die Fäuste eines Kampfsportlers keine registrierte Waffen. Allerdings können Schläge ins Gesicht eine das Leben gefährdende Behandlung sein. Bis demnächst.